Ja, herzlich willkommen zum dritten Spieltag in der ersten Liga sozusagen. Heute steht sich über DFS gegen GMW. Die Karten in dieser Woche Siegfriedlinie, Pilsen und Minen. Gucken wir uns die Aufstellung an. DFS mit 7 IS7. Ne, 6 in dem Fall. Ach ja, da war ja was. Da fehlt dir noch ein Mann, da gab es Schwierigkeiten wohl. Deshalb starten die mit 6 Mann zu Anfang. GMW auf der anderen Seite vollzählig. Gucken wir uns die Aufstellung an. 4 IS7, eine Batchet, ein Objekt und ein E3. Die beiden Mädels schon drüben am Cap. Mann, hier geht's direkt los. Schumi macht direkt den Cap. Aktiv. Mal. Die Heavys bleiben aber oben stehen, alle unaufgedeckt. Schumi macht natürlich jetzt die beiden ESC hier wunderbar auf, genauso wie die anderen Panzer hier hinter. Können demzufolge super beschossen werden. GMW schießt hinten, hier kann man sehr schön sehen, sind nicht offen, alle aus dem Verdeckten. Jetzt geht Preussi, Timmy und Weed auf. Wollen sozusagen den Schumi ein bisschen unterstützen. DFS macht's schlau, stellen sich in den Cap, halten den Cap so an. So kann Schumi wieder keinen Druck weiter aufbauen. Und jetzt geht's ans Shootout. Lässt sich hier sehr deutlich sehen, die russischen Kanonen sind nicht die genauesten. Gucken, ob Schumi sich hier mal rüber wagt. Ne, Schumi schießt hinten auf den Maxi. Maxi jetzt hier mit im Fokus. Kriegt die nächste von Schumi. Ist jetzt One-Shot. Maxi dürfte jetzt gleich rausgehen, wenn sich's nicht. Nee. Jetzt bauen. Oh. AK Adrian raus. Und jetzt der Cap hier unter schwerem Beschuss. Kev. Hat schon eingesteckt. Und jetzt Boom Boom. Sehr schönes Fokusfeuer von GMW. Ist One-Shot. Schumi hat in der Zeit Maxi rausgenommen. Jetzt Boom Boom rausgenommen worden. Ich denke mal, der nächste im Fokus dürfte der Kev sein. Was macht denn Kev? Der dreht den Turm nach hinten. Genauso wie Pandala. Pandales. Oh, ja. Ja, jetzt kommt der Push von GMW Richtung Cap. Kev somit raus, wie prophezeit. Pandalar ist jetzt im Fokus. Steht jetzt mit dem Hintern. Das ist natürlich sehr einfach für GMW. Und naja, jetzt ist Set das letzte Fünkchen. Solo Fima stellt sich nochmal schützend vor, Head, fängt den einen Schuss ab. Aber ich denke mal, ja, das war's. 1 zu 0 für GMW. Und Runde 2. Ja, hier geht's echt Schlag auf Schlag. GMW wechselt Panzer, sind jetzt fast komplett auf IS-7 umgestiegen, bis auf die Batchet und das Objekt sind geblieben. DFS drüben hat einen kompletten Switch gemacht. IS-7 raus, Batchet rein, haben aber immer noch einen Mann weniger. Wie gesagt, ich mache hier mein Premierenspiel in der Pro League und hier geht es gleich so drunter und drüber. So, DFS eine gewagte Taktik, fahren überhaupt nicht den Cap an. Ich denke mal, wir werden jetzt die Nullerlinie runterfahren und versuchen, dann, GMW in den Rücken zu fallen. Guck mal, was GMW macht. GMW One-Shot wird jetzt hier gucken, dass er die Leute aufkriegt. Wird jetzt, denke ich mal, na, wo ist er? Damit kein Erfolg kam und somit wird GMW wissen, dass da irgendwas schief läuft. GMW pusht aber komplett hier unten lang. Schumi jetzt auf dem Weg in Richtung Cap mit Shooty. So, wo ist DFS mittlerweile angekommen? DFS hier vorne schon. Sehen jetzt, dass der Druck kommt am Cap. Und GMW hat sich in Anführungszeichen schlau aufgestellt. Ich denke mal, die haben das direkt erkannt, dass sie von hinten kommen wollen. Und haben sich sozusagen direkt mal Schutz an den Mauern gesucht hier. Genau, da sehen sie auch, dass Cap auf ist schon. Wissen jetzt genau, dass DFS von hinten kommt. Drehen sich alle und fokussieren schon an. Shooty und Schumi mittlerweile beide im Cap.
und schießen auf Kev auf mittlerweile. Also gucken, was jetzt passiert. Badget hat natürlich den Vorteil, hat ein Magazin. Nachteil in der Geschichte ist, wenn sie leer ist, kommt da erstmal nichts mehr. Oh, was ist denn hier passiert? Adrian liegt auf Schuhe drauf und stirbt dabei. Oh weia. Na, ein Glück hatten wir das auf Band. Glaubt einem ja niemand. So, weiter geht's. Gehen wir immer noch schlau positioniert hier an der Stelle. Die Badgets versuchen, die IS-7 zu fokussieren. Aber Panalaris ist jetzt der Einzige, der Shumi und Shuti ein bisschen unter Druck setzen will. Shuti im Reload. Panalaris aber auch, wenn ich das richtig sehe. Kriegt gleich zwei Sachen, ist jetzt One-Shot. Von daher schwer für ihn hier die Position zu halten. Denke mal, ist jetzt sogar raus. Damit nur noch Boom Boom und Maxi WM drin. Die Idee nicht schlecht, von hinten ranzufahren, aber ich glaube, GMW hat es viel zu früh durchschaut. Jetzt Maxi WM versucht hier die Flucht zu ergreifen. Spielt sozusagen auch von Unentschieden. Aber wenn ich mir die Capzeit jetzt schon angucke, wenn einer alleine drin steht, reicht das niemals, um die 7 Minuten zu überleben. Also da muss definitiv noch ein Decap-Schuss kommen. Jetzt Maxi WM schon auf. Von den IS-7 dann schon im Fokus. Wird schon getroffen. Und geht sich jetzt. Aber bitte nicht ertränken. Was ist denn das? Hm. Ja, hat sich selber eliminiert. 2-0 für GMW. Meine Güte, spannende Runden hier vorher gerade. Also auf jeden Fall viel Action geboten. Zweite Map Pilsen jetzt an der Reihe. Bei GMW. 5 IS-7, eine Badget und ein Stritzwagen. Was haben wir bei DFS? DFS mittlerweile vollzählig. 7 Mann da. 2 Kinderwerfer. 3-mal die IS-7, eine IS-4 und ein E5. Guck mal, was hier passiert. Shooty separiert sich hier direkt an der Stelle. Oh, mit sehr schön. Sehr schöne Einlage an der Stelle. So, sieht so aus, als wenn sich DFS erstmal hier hinter dem Cap sammeln würde. GMW verteilt sich an der Halle hier vorne, an den beiden Ecken, nehme ich mal an. Preussi fährt an die linke Seite, Solo Fima an der rechten Seite. Und ansonsten ist das eine eher abwartende Haltung. Shumi macht an der Stelle Adrian auf und andersrum genauso. Also DFS jetzt hier an der linken Seite der Halle versammelt. So, Shumi und Timmy sind offen. Stehen da allerdings auch recht gut. Jo. Jetzt Solo Fima auch auf. Da der erste Schuss gesetzt. Timmy trifft. Bei Adrian. So, hier unten, na wo ist er? Da kommt schon Shooty auch. Ah, okay. Wieder mit der interessanten Einlage. Ja, nach wie vor nur Adrian offen. Macht das jetzt Kev auch kurz offen gewesen. Adrian wird hier mit HE beschossen, so wie ich das sehe. 2 Treffer gelandet, einmal ein bisschen mehr als 200 und jetzt gerade 141. Auch eine Taktik, um den Gegner nervös zu machen, wenn es immer einschlägt, permanent. So, ja. GMW in der vorteilhaften Situation.
Sie können beide Runden mit Unentschieden sozusagen beenden und würden trotzdem am Ende gewinnen. Weil sie ja die erste Karte mit 2 zu 0 gewonnen haben. Deshalb wird wahrscheinlich GMW hier auch diese etwas abwartende Taktik eingenommen haben. Mal kurz gucken, also hier tut sich ja wirklich nicht viel. Preußi piekt hier an der linken Seite mal ein bisschen. Da ist aber weit und breit nichts Preußi, kann ich dir sagen. Da bist du alleine auf weiter Flur. Das Wichtige spielt sich dann doch hier drüben. Aber jetzt Kevin auch mal einen Schuss abgekriegt. Ich wäre ja mal echt gerne dabei, wenn hier so ein Kinderwerfer mal so in IS-7 sich entlädt. So, boom, boom. Könnte jetzt natürlich hier super wunderbar durchschießen auf den Preußi. Aber Preußi ist zu. So, jetzt Schuti wieder auf der anderen Seite. Versucht hier wahrscheinlich Licht zu machen für Preußi. Hier steht aber nur Head und Pandalis. Weiß nicht, ob Shooty die aufkriegt, soweit. Jetzt ist Head offen. Aber Shooty auch. Das war aber eigentlich, glaube ich, nur das Ziel von GMW, zu gucken, wo hier DFS sich aufhält. Jetzt weiß GMW, dass sie sich nur hier unten aufhalten in der Ecke. Ja. Gleich die Hälfte der Spielzeit rum und keinen nennenswerten HP-Verluste hier zu verzeichnen. Oh, der Kinderwerfer hat geschossen, hat Schumi aber nicht getroffen. Schwein gehabt Schumi an der Stelle. Das hätte wehgetan. So, Shooty wieder hier auf der Seite. Also der sammelt hier Kilometergeld. Hat jetzt wahrscheinlich die Aufgabe, hier von der anderen Seite zu spotten. Komm, wir fahren mal ein bisschen voraus. Wird gleich Maxi-WM wahrscheinlich wieder aufmachen, der Shooty. Preußi jetzt offen, der muss aufpassen, dass der Kinderwerfer sich nicht trifft. So, gucken wir mal. Shooty. Ne, Shooty dreht ab. Preußi muss aufpassen, der spielt mit dem Feuer da. Wenn der Kinderwerfer ihn trifft. Gucken wir mal, wir sind einfach mal gleich live dabei. Vielleicht kommen wir ins Vergnügen. Ja, der Kinderwerfer kann genau hier durchgucken. Jetzt ist Preußi nicht aufgegangen. Jetzt aber der Kinderwerfer dafür offen. Jetzt kann Preußi schön schießen. Oh, aber schießt gegen den Pfeiler. Ja, mittlerweile 6 Minuten um. Denke mal. Wenn es jetzt nicht gleich irgendeinen Push gibt, läuft es auf den Unentschieden raus. Jetzt kommt Timmy hier noch nach vorne. So, ach, hier, guck mal, unser Kilometerfresser. Shooty wieder hier auf der anderen Seite unterwegs. Wieder eine schöne Einlage. Aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Mal gucken, ob Shooty jetzt... Shooty guckt wahrscheinlich nur, ob Head da immer noch steht. Na, mal gucken. Jetzt Preußi drückt gleich mit ein Stück. Riskante Sache. Jetzt Shooty fährt ein bisschen weiter nach außen, um nicht gespottet zu werden. Will wahrscheinlich hinter die Reihen kommen. Jetzt der erste Schuss von Shooty. Geht dabei sogar nicht auf. Der zweite Schuss von Shooty. Der dritte bleibt im Dreck hängen. Guck mal, Preußi piekt jetzt hier vor. Vierte Bounce von Shooty. Dürfte jetzt noch einen drin haben, wenn ich mich nicht irre. Ist wieder gebounced und ist im Reload. Wie ich gesagt habe. Preußi geht nicht auf. Dürfte jetzt gleich aber aufgehen. Oder? Nee, Preußi zieht sich auch zurück wieder. Hat natürlich auch kein Backup jetzt gerade, weil Shooty im Reload ist. Der hat aber gleich wieder durchgeladen. Dürften noch 10 Sekunden sein. So, Pandalis jetzt offen wieder. Gucken wir mal hier drüben. Hier drüben ist, wie gesagt, nichts weiter passiert. Haben jetzt noch 2 Minuten auf der Uhr.
Freusi piekt jetzt rein in die Halle. Mit Timmy und mit Weed. Die beiden fahren jetzt hier direkt durch. So, Preussi fährt wieder raus. So, Timmy baut jetzt Druck auf. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so Sinn ergibt bei 3 Minuten Capzeit und Spielzeit von 1,45 noch. Aber er baut auf jeden Fall Druck auf. Preussi piekt jetzt hier an der Seite ein bisschen. Geht jetzt auf. Kriegt. Oh, schlechter Trade. Trifft nicht und kriegt 2 ab. Jetzt Adrian hat sich eine abgeholt. Oh, Preussi unter Beschuss jetzt von 3 Panzern. Nur Shooty als Backup hier hinten noch, aber Shooty hat auch schon 2-mal wieder geschossen. 3-mal, Bounce. 4-mal. Dürfte jetzt noch einen drin haben. Und macht nur einen Trackshot. Also ich glaube, Preussi, ja, der ist weg. Jetzt wird hier wahrscheinlich der Push von allen 3 Panzern über die eine Seite kommen. Auf Timmy. Weil Shooty, wie gesagt, noch bestimmt eine halbe Minute im Reload ist. Also, Jungs, ihr solltet die Chance ausnutzen. Und wenigstens den Timmy wegklippen. Sehr schön, ein Schuss noch. Sehr gut. Zweiter. 3 Spieler raus. Shumi auch rausgegangen. Da war ich jetzt gar nicht dabei. Aber ich glaube, der Angriff von DFS kommt zu spät, weil es sind noch 30 Sekunden. Jetzt Shooty auch gleich wieder nachgeladen. Wird sich wahrscheinlich den Head dann hier holen. Ich jetzt nachgeladen, Shooty. Gibt jetzt von hinten rein, genau. Nimmt sich Head. Ein Schuss, 2 Schuss, Trackshot. 3 Schuss und damit ist Head auch raus. Nee, oh. Bleibt an der Leiche hängen. Ein Schuss noch bei Shooty. Jetzt ist Head raus. Aber die Zeit ist abgelaufen. Damit unentschieden. Jo, Runde 4. Kommen wir direkt mal zur Aufstellung bei GMW. 5, 4, 7, eine Badget und eine Arti. Preussi, was machst du denn da? Das muss ich mir mal genauer angucken in der Runde. Schnell zu DFS, was passiert da drüben? 2 Jagd-E, eine IS-4, 3 IS-7, ein E-5. Mhm, bunt gemischt. So, gucken wir mal direkt hier bei der Arti, wohin die aimt. Dass wir gleich mal gucken können. Was Preussi hier so plant. Nur eine Gunner, Preussi, was ist da los? Oh, schießt direkt schon mal. Und hat auch direkt den Jagd-E getroffen von Maxi. Adrian und Maxi hier alleine auf der Seite. Gegen Shooty, Preussi. Oh. Ganz GMW sammelt sich hier unten. Natürlich sinnvoll, vor der Arti zu versammeln. Sonst läuft man Gefahr, dass die Kanone viel zu früh rausgeht und dann lohnt sich die Investition in eine Arti wahrscheinlich nicht. So. DFS hat sich oben versammelt. Nur Shumi hier alleine geblieben. Der ist jetzt hier alleine auf weiter Flur. Gucken wir mal, der hat jetzt Kev und Shumi haben sich gegenseitig aufgemacht schon. Shumi geht schon ein Stück in die Defensive. Macht dahinter jetzt auch Snake auf. Ja, GMW reagiert. Shooty kommt hier unten lang. Wahrscheinlich ein Stück zur Hilfe, aber in erster Linie denke ich mal zum Spotten. Shumi hat sich auch schon einen abgeholt. Dürfte. Oh, ah, die Pirouette hatten wir wieder drauf von Shooty. Dürfen wir nicht vergessen. Jetzt kommt der Push auf CB Shumi. Jetzt müssen sie aufpassen. Wenn DFS das nicht doof anstellt, geht Shumi jetzt ziemlich schnell raus. Amurek bei Snake. Aber auch kein Fokusfeuer hier bei DFS zu sehen. Snake geht jetzt hier eher raus, obwohl sie eine deutliche Panzerüberzahl haben. DFS. Bei uns sind alle bei Shumi. Mensch. Leute, was ist los?
jetzt der zweite Schumi dazu Hilfe gekommen. Ja, Snake ist rausgegangen. Also das ist ja echt. DFS hat kein Fokusfeuer. Timmy und CB Schumi Half-Life. Ja, da geht die zweite Kanone raus. Kev geht raus. Und jetzt ist schon die Kanonenunterzahl da für DFS. Jetzt wird es schwer zu gewinnen noch. Ja, jetzt ist das Fokusfeuer da. Timmy jetzt One-Shot. Vandalaris kriegt den zweiten Schuss und den dritten wahrscheinlich gleich auch ab. Jetzt kommt der Shield von Schumi. Sehr schön. Eine Kanone raus und der andere Schumi. So, Preußi jetzt hier den ersten Schuss abgekriegt von Adrian. Mensch, Mensch, Mensch. Wo ist denn der zweite Jagd eh draufgegangen? Den hat sich wahrscheinlich Shooty gegönnt. Shooty kommt jetzt von hinten und hilft den beiden anderen IS-3en, IS-7en. Sodass sich hier DFS wahrscheinlich gleich. Aber Shooty lädt noch nach. Shooty lädt noch nach. Das muss DFS nutzen. Jetzt hat Shooty nachgeladen. Jetzt ist Bandalaris raus. Gucken, ob Schumi das noch überlebt. Shooty hat auf jeden Fall noch drei Schuss drin. Oh, jetzt blockieren sich gegenseitig. Ja, da geht Schumi raus. Shooty hat noch zwei Schuss drin. Oder? Ne, hat noch einen. Könnte halt rausnehmen. Oh, Bounce mit dem Killshot. Bis jetzt im Reload. Jetzt könnte es nochmal spannend werden. Aber da kommt schon Wii zur Hilfe. Weil hier um Adrian und der Jagdpanzer rausgenommen worden sind. Ja, demzufolge hätte der letzte. Ja, das wird jetzt ein Rudel. Shooty bleibt im Face-Up. Ja, das war's. 4:1 für GMW. Glückwunsch. Ja.